caught in the crossfire. It's caught in the crossfire. Ja Leute, moin zurück hier bei The Evil Within 2, Kapitel 5 auf der Lauer. Ob ich bereit bin oder nicht, jetzt gibt es kein Zurück mehr. Sieht nicht sehr einladend aus, ich weiß nicht, was das sein soll hier. Naja, nehmen wir erstmal hier. Ups, ups. Jetzt gehen wir eben außen rum. Was ist denn los? Wieder so ein schöner Tag. Ah, ich weiß nicht einmal mehr, wann es das letzte Mal bewölkt oder zu kalt war. Es fühlt sich immer richtig an. Ich habe wirklich Glück, dass ich in Union lebe. Bin nie woanders gewesen. Will ich auch nicht. Ich will hier sterben. Ah, riechen Sie das? Wie im Frühling. Die Blumen, die hier gepflanzt wurden, sind wirklich wunderschön, oder? Ach so, Erinnerungsfragmente. Was anderes finde. Wie viel Schuss habe ich überhaupt? Jetzt habe ich eigentlich alles mit. Na, geht so, ne? Oh, eine Granate. Gut. Ne, Rauchbolzen. Okay. Ich gehe mal außen lang. Ich gehe mal dieses komische Gestrüpp hier. Was ist das? Komisch, hier sind gar keine Viecher hier, obwohl da liegen noch Leichen rum. Da wird wahrscheinlich jemand aufstehen, ich weiß. Einfach drüber latschen. Ja. Okay. Ja, warte nur, du Arschloch. Vogel von Sebastian Castellanos. Der Kerl, der Lilly entführt hat, das muss er von dem Lagerhaus aufgenommen haben. Ich warte auf dich. Er scheint mich also zu erwarten. Ja. Oh. Das gehört, glaube ich, nichts Gutes. Ich will gar nichts. Das ist ein Gangbang dahin, lass mich raus. Da will ich nicht zugucken, ist eklig. Oh shit. Guten Tag. Gib mir die Armbrust, gib mir die Armbrust. Hier ist Benzin. Ja, du böses Ding. Okay. Das mag man wohl nicht. Sprenggranate. So ein Slow-Mo-Ding oder was? Ja.
Ich sehe nichts. Wo bin ich gelandet? Ich sehe nichts. Ganz komisch. Bolzen-Ding. Voll, okay. Explosivbolzen. Ja, schön. Kann ich den irgendwie einsetzen? Nein, jetzt nicht. Ich bin wieder gestört, wieder Aufnahme, ist ja immer klar. Oh, okay. Machen irgendwas? Ich glaube nicht. Ich komme gleich durch. Wow. Errungenschaft. Ach, cool. Ja, die Schrote regelt. ...5000 grünes Gel. Was geht ab? Das war aufregend. Hochpowern hier. So, Muni habe ich noch ein bisschen was da. So, jetzt muss ich aber erstmal looten hier. Ich möchte gerne mal wissen, wie ich hier, wie gesagt, einfach normal, stinknormal. So, okay. Jetzt gehe ich hier erstmal looten. Habe ich ganz gute Regel, würde ich sagen, oder? War eigentlich ganz nett, wie ich gespielt habe, oder? Ja, doch. Ja, komm, da muss ich jetzt nicht einen Affen machen hier. Oh, da wollte ich, glaube ich, da wollte ich nicht, müsste ich jetzt nicht durchgehen. Okay. Ja, ist ja gut. Richtig. Loot mitgenommen hier oder was? Das ist nicht gerade viel. Diese Animation kann er jetzt auch lassen. Das Viech ist nicht mehr da. Ist ja gut, ganz ruhig. Was dann hätte man umstoßen können oder was? Ja, hätte man umstoßen können und ihn auch mal anzünden können. Irgendwie Loot, da kommt man aber glaube ich gar nicht so einfach ran, sondern nur von der anderen Seite anscheinend.
Ist wohl alles an Loot. Nicht noch was. Sonst noch was hier? Nö. Gut, dann gehen wir da mal rein. Lebt noch einer. Wer ist da? Alles okay. Harrison, richtig? Ich bin keiner von denen. Oh, wer sind Sie? Keine Sorge. O'Neill schickt mich. Ich dachte, ich wäre der Letzte. Ich suche nach dem Kern. Wo ist er? Ist er hier? Erster Stock. Der Stabilisierungsemitter. Emitter? Vergessen Sie's. Ich will den Kern finden. Sie müssen den Emitter einschalten. Er stabilisiert die Umgebung. Ohne ihn bricht die Union komplett zusammen. Dann ist der Kern auch egal. Schalten Sie ihn ein. Das schwächt ihn. Schwächt? Sie meinen... Nehmen Sie das. Schalten Sie damit den Emitter ein. Okay, wenn er jetzt gestorben ist, dann wird gleich einer von den Viechern oder was? Harrison Kommunikator. Vor seinem Tod hat Miles Harrison dir diesen Kommunikator gegeben. Offenbar kann damit der Stabilisierungsermittler eingeschaltet werden. Okay. Noch ein totes Teammitglied. Hätte ich doch nur mehr erfahren können. Keine Sorge, Lily. Ich finde dich trotzdem. Erstmal alles wegluten hier. Okay, da kann ich durchgehen. Gehe ich noch nicht durch. Hier steht wieder eine schöne Kamera. Hier ist ein Vorhang. Hier ist noch nichts weiter, schade. Komm, ein bisschen Loot kannst du mir noch geben, oder? Drückt doch nur einmal E. Wieso kriegt er die Tür auf? Er ist nachgeladen eigentlich? Ne, jetzt. Okay. Oh, cool. Speicherpunkt. Sehr gut. Nice Stein. Oder okay, erstmal was. Gucken, was ich produzieren kann hier. So. Schockbolzen, Rauchbolzen, Exilbolzen. Erste-Hilfe-Kit. Schockbolzen sind ganz gut, die halten ganz gut auf. Rauchbolzen, weiß ich nicht. Versiegbolzen. Okay, Waffenverbesserung. Die Schrote, ja, was kann man hier machen? Magazingröße, Feuerrate, Nachladezeit. Ah, kann ich gar nicht machen. Schade, habe ich nichts. Schade. Ich spare erstmal noch. Da muss ich noch kurz warten. So, jetzt mal kurz einen Speicherpunkt. Kapitel 5. Da kann ich irgendwie runter, wo es da hingeht, weiß ich noch nicht. Aber ich gehe jetzt mal weiter ins Rathaus. Er hat gesagt, auch oben muss ich. Also gehe ich da jetzt auch hin. Erster Stock. Vorgehensweise. Er ist hier. Ja, nicht so schön. Tja, der hat wohl vom Balkon gestoßen ungefähr.
Fall. Überall sind Kameras. Da geht's hoch, okay. Warte mal, ich guck mal hier in die Ecke. Ja, sieht nicht nach Loot aus, da ist Loot. Ja, der typische Trick, ne, unter den Treppen immer. Gucken wir, da hinter dem Vorhang ist. Oh oh. Was soll das denn? Rosen, obwohl diese Blumen wunderschön sind, ist irgendetwas seltsam an ihnen. Du hast das Gefühl, dass du bei den Dornen besonders vorsichtig sein solltest, okay? Rosen halten. Okay. Das ist das Kleid da hinten. Da hinten sind noch Juwelen. Smaragd-Halskette. In diese teuer aussehende Halskette ist ein großer Edelstein eingearbeitet. Ja, das sehe ich auch. Will ich zur Puppe gehen? Irgendwie will ich da nicht hingehen. So, Foto machen oder was? Was ist das? Die Kamera ist ganz schön alt. Muss was bedeuten. Nichts. Was habe ich übersehen? Schärfer stellen vielleicht. Das gleiche Kleid. Oh. Jetzt wird er gefightet, glaube ich. Ah, genau, die Blumen muss ich noch reinpacken. Das muss ja so aussehen, wie da. Hier. Oh oh. Ich check jetzt hier mal nicht die Tür, ich gehe einfach weiter. Da leuchtet was, hier ist noch ein Hinweis. Informationen. Was haben wir denn da? Artikel aus dem Crimson Post oder Post. Weitere enthauptete Leiche gefunden. Laut KCPD wurde heute Morgen die Leiche einer Frau im Crimson City Park gefunden. Das Opfer wurde als Emily Lewis identifiziert, eine aufstrebende junge Schauspielerin, die auch als Model arbeitete. Ihr Kopf wurde noch nicht gefunden, doch nach Untersuchung der persönlichen Gegenstände am Fundort war eine zweifelsfreie Identifizierung möglich. Es handelt sich hierbei um den neuesten einer Reihe bisher ungelöster Mordfälle ähnlicher Art. Leutnant James Van Kirk von der Mordkommission des KCPD gab eine wo war ich stehen geblieben? Ich habe jetzt gerade den Faden verloren. Gab eine Pressekonferenz, auf der er unsere schlimmsten Befürchtungen bestätigte, dass Crimson City das Jagdrevier eines Serienmörders ist. Emilys langjähriger Freund und Fotograf Stefano Valentini war von der Nachricht,
tief getroffen. Es ist schrecklich, was meinem begnadeten Model zugestoßen ist. Wenigstens konnte ich noch ihre Seele für immer festhalten, bevor sie zerstört wurde. Ah, das war gerade das Bild von ihr da. Ich erinnere mich. Immer noch ungeklärt. Die Kunst würdigen? Na schön. Wenn es mich weiterbringt, spiele ich deine Spielchen. Ja, was soll ich jetzt hier machen? Schöne Uhr tackern. So eine Wanduhr und so ein Pendel. Oh oh. Ja, ich weiß gerade nicht wohin. Ist alles verschlossen. Was soll ich machen? Kunst? Ah. Wer denkt sich denn sowas aus? Das frage ich mich auch gerade. Muss ich eine Reihenfolge machen oder was? Weiß gar nicht, was ich hier machen soll, um ehrlich zu sein. Ah, jetzt ist hier hinten was geändert. Ah, okay. Voll verstörend hier. Das ist Lily. Der Kerl spielt mit mir. Und wie? Was kommt da? Nehmen wir die dicke Wumme. Put. Was soll ich jetzt hier machen? Wieder Kunst angucken? Ach, da ist die Tür gerade aufgegangen. Alles klar. Was haben wir hier? Informationen schon wieder. Foto eines ermordeten Mobius-Operatives. Was? Der Mobius-Agent im Foyer des Rathauses. Noch so ein eingefrorenes Ausstellungsstück. Armer Kerl, wenn er nicht schon tot war, bevor er von dort runtergeworfen wurde, wird er spätestens dann sein, wenn er irgendwann aufschlägt, ja. Noch eins. Aber was hat er vor? Das weiß ich auch nicht. Aber Looten sollte drin sein. Ist das da?
Okay, Kraut kann ich also dadurch aufnehmen, okay. Ich will gar nicht wissen, was hier noch kommt. Da hinten steht er. Krasser Effekt. Ich fliege da gar nicht runter, ey. Creepy. Nicht gut, alle ich wieder an. Oh shit. Was sind das für Dinge? Stehen die gleich auf oder was ist denn los? Ich würde gerne mal eben kurz Nahkampf anmachen. Ich weiß aber leider nicht, wie das geht. Ach, hier kommen die alle auf den. Bringen weiß ich gerade nicht, ich mach's einfach. Lass noch was auf dem Tisch. Verdammt, nein, nicht zurück. Zurück. Handschriftliche Notiz. Auf einer ausgefallenen Karte steht in unordentlicher Schrift: Zu schön, um ungesehen auf der Straße zu verrotten. Ich musste sie einfach ausstellen. Ich wünschte, ich könnte auch den Ruhm ernten, aber es ist gut zu wissen, dass es hier weitere Künstler außer mir gibt. Tür auf. Okay, hier hat er das umgeschubst hier. Das war vorhin nicht auf. Da gibt's Loot, das heißt schon mal nichts Gutes. Der Emitter sein. Da hinten liegt auch noch Muni. Autorisierung erforderlich. Bitte ein autorisiertes Terminal verbinden. Terminal? Das muss dieser Kommunikator sein. Oh oh. Neustartsequenz eingeleitet. So, und nun kommen sie alle, oder was? 90 Sekunden durchhalten. Sie haben so lange nach mir gesucht. Also, hier bin ich. Aber Moment, Sie suchen nicht mich. Nein, Sie suchen das Mädchen. Ich sollte beleidigt sein. Aber wie könnte ich? Sie sind nicht der Einzige, der ihre Macht will. Es gibt noch jemanden wesentlich würdiger.
Er kann mich auf unvorstellbare Weise belohnen. Tut mir leid, aber sie wurden überboten. What? Sie strahlen Furcht aus. Wunderschön, aber noch unvollendet. Ich bin Stefano. Und Sie sind jetzt mein Kunstwerk. Na, scheiße. Oh, verdammter Wichser! Was kommt denn da jetzt von der Decke? Statten meine wunderschöne ein Kameramonster. Neustartsequenz Das Ding stoppt die Aktivierung des Emitters. Ich muss nur durchhalten, bis der Emitter startet. Sequenz in 80 Sekunden abgeschlossen. Sequenz in 70 Sekunden abgeschlossen. Scheiß wie ich du. Freak. Ah, keine Muni mehr. Sequenz in 60 Sekunden abgeschlossen. Ich glaube, muss man warten, bis er sein Ding da abfotografiert hat und dann kann ich ihn erst anschießen. Immer schön bewegen. Sequenz in 20 Sequunden. Mein Arsch ist gerettet. Aber was soll ich als nächstes tun? Wenn er weg ist, hat er Lily nicht hier gelassen. Wohin hat er sie gebracht? Ich sollte Kidman davon berichten. Ja. Mist.
Vielleicht kriege ich draußen ein Signal. Ja, verlass das Rathaus, ja, machen wir sofort. Ich muss dann gucken, ob hier noch irgendwo Loot ist. Aber ein bisschen was rausgekloppt eben, bei dem blöden Ding. Aber hier ist nichts. Schade. So ein Mist aber auch. Ah. Okay, geht's nicht weiter. Natürlich alles absuchen nach Loot, ne? Nicht vergessen, darauf kommt es ja auch an im Spiel. Vielleicht noch was? Bin voll, okay. Muss ich die Tür da? Ich weiß es gar nicht genau. Ne, gut. Ich muss irgendwie runter jetzt hier. Da geht's runter, gut. Nicht richtig. Unglaublich, dass diese Mistkerle Lilly als eine Art Versuchskaninchen benutzt haben. Und dann so dreist sein, mich zu schicken, um ihr Chaos zu beseitigen? Wie ein richtig kranker Scherz. Das ist eine Statue. Da geht's, glaube ich, raus. Ich geh nur kurz zur Statue hin. Kann ich irgendwie kaputt hauen? Oh. Leichenschrankschlüssel. Okay. Also Statue kaputt hauen. Gut zu wissen. Bin ich hier? Bericht Nummer eben selber stoppen bitte und durchlesen, das dauert mir sonst zu lange. Eben gesagt, Pause machen, kurz durchlesen. Aber das lese ich jetzt nicht vor, wenn mir jetzt zu viel sein. Oh cool. Hier abspeichern. Mach ich mal hier, wa? Kurzes Herstellen noch. Ne, warte. Schrot ist wichtiger. Bolzen waren ziemlich cool. Da bin ich voll. So, gut gespeichert. Hau ich nochmal hier einen rein hier. Überschreibe ich das Kapitel mal eben. So, jetzt verlassen wir das Rathaus, weil ich glaube nämlich dann fängt bestimmt Kapitel 6 an gleich irgendwann. Speichern muss man ja immer wieder mal. Sonst kommt man ja immer noch blöd aus der Wäsche. So, mal gucken, was mich erwartet. Verdammt! Der Mistkerl hat Lilly immer noch. Und jetzt bin ich wieder ganz am Anfang. Wir haben den Kontakt mit dem Marker wiederhergestellt, Agent Kidman. Wurde auch Zeit. Stellen Sie ihn durch. Sebastian? Sebastian, bist du da? Kidman. Endlich. Alles in Ordnung? Dieser Psycho läuft hier immer noch frei rum. Der Emitter scheint ihn verlangsamt zu haben. Aber er ist entkommen. Und er hat Lilly. Sie hat bestimmt schreckliche Angst. Ich muss sie finden, bevor er ihr etwas Furchtbares antut. Ich bin so nah dran. Ich kann es spüren.
Wir wollen sie genauso sehr finden wie du, Sebastian. Ja, natürlich. Euer wichtiges Experiment soll ja bloß nicht fehlschlagen. Es wäre eine Tragödie, all die Zeit und das Geld zu vergeuden. Ich habe für mich gesprochen, nicht für Mobius. Ich habe beim Testen viel Zeit mit Lily verbracht. Sie ist ein gutes Kind. Ich will nicht, dass sie leidet. Ich weiß, wie schlecht es steht. Aber ich habe Vertrauen in dich. Konzentrier dich auf die Aufgabe, dann können wir sie retten. Gemeinsam. Ja. Okay, du hast recht. Danke für die Motivation, Kidman. Mach dir keine Sorgen. Jetzt müssen wir herausfinden, wohin er sie gebracht hat. Er sagte, sein Name wäre Stefano. Stefano. Verstanden. Ich schaue, was ich herausfinden kann und schicke es dir dann. Okay. Ich schaue mal bei O'Neill vorbei. Vielleicht kann er mir helfen, diesen Psycho zu finden. Guter Plan. Sag Bescheid, wenn ich helfen kann. Und... Sebastian? Ja? Viel Glück. Danke. Wohin hat er sie gebracht? Ich habe es wohl gerade rausgefunden. Er versteckt sich nicht besonders gut. Fast so, als ob er mich verspotten würde. Tja, wenn er einen Kampf will, dann kriegt er ihn. Ich muss nur einen Weg dorthin finden. O'Neill, ich bin's. Der Stabilisierungsemitter ist also wieder in Betrieb? Sagen Sie, dass Sie den Kern gefunden haben und zurückkommen. Nein, dieser Irre hat sie immer noch. Aber ich habe eine Idee, wo er sein könnte. Ja, ich sehe es auch. Ich empfange wieder das Signal, aber jetzt kommt es aus dem Theater im anderen Teil der Stadt. Okay. Wieder durchs Mark, schätze ich. Ich brauche vielleicht Hilfe. Bin dabei. Der Emitter scheint dort einige Durchgänge stabilisiert zu haben. Ausgang D5 dürfte am nächsten beim Theater liegen. Ich bin nicht sicher, was Ihnen dort begegnen wird. Passen Sie auf. Mittlerweile überrascht mich gar nichts mehr. Kapitel 6. Die Jagd ist eröffnet. Ja, dann beende ich hier dieses Wird auf, weil Kapitel 5 ist durch. Komplett durchgespielt. Lief eigentlich ziemlich gut. Bin ich zufrieden mit. Ja, und dann danke ich erstmal fürs Zusehen und so. Schauen, hören, alles. Bis zum nächsten Wird. Tschüssi.